Steuern bezahlen müssen wir alle. Unsere Steuerpflicht beginnt als natürliche Person mit der Geburt und endet mit dem Tod. Wie hoch diese Steuern letztendlich ausfallen, hängt vom Wohnort und weiteren Faktoren ab. Im Laufe des Lebens verändert sich unsere Steuersituation beträchtlich. Bei Geburt fallen noch keine Steuern an. Erst bei Volljährigkeit erhalten wir die erste Steuerrechnung. Da zu diesem Zeitpunkt jedoch die meisten von uns in Ausbildung sind und unser Einkommen klein ist, müssen viele noch keine Steuern bezahlen. Mit fortschreitendem Alter und zunehmendem Einkommen und Vermögen sieht das anders aus. Auch der Zivilstand beeinflusst die Höhe der Steuern. Für Unverheiratete gilt der Tarif für Alleinstehende. Bei einer Heirat werden die Einkommen der Familienmitglieder zusammengezählt und mit dem Familientarif besteuert. Sind Kinder da, können allerdings mehr Abzüge gemacht werden. Im Rentenalter nimmt das Einkommen meistens wieder ab und die Steuerbelastung geht zurück. Viele ältere Leute leben zudem wieder allein, weil sie ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben. Betrachtet man alle Altersgruppen, bezahlen Personen in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens am meisten Steuern. Im Jahr 2019 entrichteten 240.000 natürliche Personen mit Wohnsitz im Kanton Luzern 963 Millionen Franken Steuern auf Ebene des Kantons und 1.126 Millionen Franken Gemeindesteuern. Eine vergleichsweise kleine Zahl von natürlichen Personen bezahlt einen Großteil der Steuern. 2019 kamen rund 10% der Steuerpflichtigen für die Hälfte des Steuervolumens auf. Vergleicht man die Einnahmen von Kanton und Gemeinden aus der Besteuerung der natürlichen mit denen der juristischen Personen, machen erstere etwa 90% aus. Als wichtigste Einnahmequelle von Kanton und Gemeinden bilden die Steuerleistungen natürlicher Personen deshalb die Grundlage zur Finanzierung der Aufgaben der öffentlichen Hand.